Hallo. Hallo. Hier sind eure Kiki und euer Christian. In unserem heutigen Video möchten wir euch zeigen, wie ihr ein Stück weit zu etwas mehr Leichtigkeit und Sorglosigkeit kommen könnt mit einem ganz einfachen Trick oder mit zwei ganz einfachen Tricks. Und zwar haben wir uns auch vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, warum eigentlich wir, die meisten Erwachsenen, irgendwie so verkrampft sind und eben von Leichtigkeit und Sorglosigkeit nicht viel zu merken ist. Und da sind wir auf ein interessantes Buch gestoßen, was einen ganz guten Erklärungsansatz dafür hat. Und ja, in diesem Buch geht es um sogenannte Bedeutungen. Und wir wollen euch jetzt mal erklären, was sich dahinter verbirgt. Stell dir mal ein Baby vor. Ein Baby, was hat ein Baby für Bedeutungen? Was ist für ein Baby bedeutsam? Die Mama, das Essen, Liebe und Geborgenheit. Das ist, glaube ich, alles wichtig für ein Baby. Genau, also anders formuliert, ein Baby hat noch nicht allzu viele Dinge, um das es sich Sorgen machen muss. Noch nicht allzu viele Ängste, eben außer so ein paar ganz elementare. Und wenn das Baby jetzt ein Dreijähriger wird, was ist einem Dreijährigen wichtig? Dann kommen auf jeden Fall der Papa noch dazu, vielleicht die Großeltern. Freunde. Ja, der Lieblingsteddy, der wenn der verloren geht, also um den könnte man sich Sorgen machen, wobei sich ein Dreijähriger auch nicht um seinen Teddy Sorgen macht, aber es wäre etwas, woran man anhaftet, also wenn man das jetzt so sagt, also was man nicht verlieren möchte. Was hat ein Dreijähriger noch? Vielleicht noch anderes Spielzeug, aber ich glaube sonst ist er doch schon noch sehr leicht und sehr sorglos, lebt in den Tag hinein. Man denkt nicht an nachher, denkt nicht an vorher. Er lebt einfach im Jetzt. Genau. Und ja, je älter die Kinder werden. Stellt euch also mal vielleicht einen Teenie vor, der in der Schule ist, der hat noch mehr von diesen Bedeutungen. Für den ist es jetzt bedeutsam, dass er gut in der Schule ist, dass er gute Noten kriegt, dass er versetzt wird. Und Anerkennung ist auch wichtig für ihn, von außen, von seinen Freunden, dass er anerkannt ist. Dann braucht er vielleicht bestimmte Kleider, ein tolles Smartphone. Er muss immer Hausaufgaben machen, das ist auch für ihn bedeutsam, die müssen halt gemacht werden. Das ist kommen jetzt also schon so Pflichten irgendwie ins Leben dazu. Ja, und wenn wir irgendwann das Elternhaus verlassen und für unser eigenes Leben dann verantwortlich sind, dann ist uns natürlich noch wichtig, ein sicheres Einkommen. Ja, genau, dann geht's los. Also erstmal die Wohnung, dann das Häuschen. Karriere, viel, viel Geld, möglichst viel Geld. Und dann kommen da so Dinge dazu, die bedeutsam sind. Was mache ich jetzt mit meinem ganzen Geld? Wie lege ich das jetzt an? Also muss man sich darum kümmern, um Aktien und weiß der Geier was für Sachen, um Versicherungen gewinnen an Bedeutung. Auto hast du schon gesagt? Nee, ich glaube nicht. Auto, klar, möglichst zwei und die müssen immer gepflegt werden und poliert werden. Ein schöner Garten. Der gepflegt werden muss. Mhm. Ein top sauberes Haus oder Wohnung. Genau, also ganz, ganz viele Dinge, die an Bedeutung, die Bedeutung haben im Erwachsenenleben. Die Steuererklärung, die Verträge, die alle da so laufen. Alles Dinge, um die man sich kümmern muss. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt fühlst, also wenn man das so aufzählt, das war jetzt nur ein Bruchteil von den Bedeutungen, die wir so als Erwachsene haben, dann wird einem doch eigentlich klar, wo die Leichtigkeit hin ist. Da ist ja eigentlich gar keine Zeit mehr dafür, das Leben zu genießen. Du musst ja die ganze Zeit gucken, dass das, was du hast, nicht verloren geht, dass das, was du noch nicht hast, erreicht wird und und dich um diese ganzen Belange kümmern. Wenn du jetzt Eltern bist, so wie wir, dann hast du eben auch noch diese Sorgen um die Gesundheit der Kinder, was bei dir vorher vielleicht für dich selber gar nicht so wichtig war. Bei den Kindern ist es plötzlich ganz wichtig, wenn sie in der Schule sind, dass sie gut in der Schule sind, ist dir wichtig. Also ganz viele, viele Dinge in deinem Kopf, die Bedeutung haben. Ja, und diese Bedeutungen sind einfach, erschweren es uns dann, dass wir einfach leben. Dass wir genügend Zeit haben zum Leben, dass wir leicht sind, dass wir im Jetzt leben. Genau, dass wir uns vom Leben tragen lassen können, auch mal ein Stück weit. Das geht nicht, weil wir müssen uns immer kümmern, alles unter Kontrolle haben. Also das ist dieser Erklärungsansatz mit diesen Bedeutungen. Und warum erzählen wir dir das jetzt? Ah ja, da gibt es drei Gründe. Also erstens natürlich so, das haben wir jetzt gemerkt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du dir über die Bedeutung überhaupt erstmal bewusst wirst, dass du mal nachforschst, wenn du dich jetzt gerade irgendwie nicht gut fühlst oder irgendwie überlastet fühlst. Ja, woran liegt es denn jetzt? Aha, an dem Berg da hinten der Wäsche, die gebügelt werden muss, an der nicht gemachten Steuererklärung oder vielleicht diese subtile Angst um dein Kind in der Schule oder was ist es, was dir gerade viel bedeutet?
meistens oder oft sind solche Belanglosigkeiten wie, ich muss noch das Auto machen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch dies und jenes machen, also was vielleicht gar nicht so wichtig ist, so dass der erste Schritt sich bewusst werden. Aber dann auch zu schauen, welche Bedeutungen kann man denn loslassen, damit das Leben leichter wird. Und da gibt es auch aus diesem vorhin schon erwähnten Buch, also loslassen, das sagt sich immer so einfach. Man sagt immer, lass los, ja, wie geht es? Vielleicht funktioniert es bei euch auch, bei uns funktioniert es zumindest teilweise, fuck it zu sagen, also und auch zu fühlen. Und so richtig deutlich zu sagen, fuck it. Genau, also fuck it auf diese Bügelwäsche. Warum muss ich das eigentlich bügeln? Wer hat denn das erfunden? Was soll denn das jetzt? Ich mache das jetzt nicht mehr. So, vielleicht, es ist noch nicht weg, ja, also es ist immer noch da. Du musst es irgendwie noch machen, aber du hast jetzt beschlossen für dich, dass es dir jetzt nicht mehr so wichtig ist. Das heißt, du musst es nicht unbedingt machen mehr. Also du hast jetzt tatsächlich eine Wahlfreiheit, was du vorher nicht hattest. Und ja, also dieses Fuck it, dieses wirklich Gefühlte kann dir die ein oder andere Bedeutung nehmen, sodass dein Leben wirklich leichter wird und du auch ein bisschen mehr Spaß hast. Es macht auch Spaß, Fuck it zu sagen und dann fühlt man sich einfach gut. Und dann kommt die Lebensfreude automatisch ein Stück wieder zurück, die Leichtigkeit und die Sorglosigkeit. Und wenn man das Stück für Stück macht, ja, dann kann man viel erreichen. Und der dritte Grund, warum wir dir das sagen, ist natürlich, weil wir sind das Vorbild von Kindern. Wir leben das jetzt unseren Kindern vor. Und wenn wir anfangen, weniger Bedeutungen zu haben, dann werden unsere Kinder auch weniger Bedeutungen haben in ihrem zukünftigen Leben. Und dann werden sie ihre Sorglosigkeit, ihre Leichtigkeit erst gar nicht wirklich verlieren. Zumindest nicht in dem Maße, in dem wir das verloren haben. Ja, also das ist natürlich unser Hauptziel, dass unsere Kinder gar nicht erst so reinkommen in dieses Bedeutungskorsett. Ja, und jetzt haben wir noch was vor mit euch. Genau, also damit es nicht bei der Theorie nur bleibt, sondern dass wir das auch mal umsetzen, haben wir jetzt für uns beschlossen, dass wir jetzt am kommenden Wochenende, dass wir einen Tag mal wieder Kind sind. Und das geht morgens um 9 los. Nein, wenn die Kinder eben aufwachen. Bei uns ist es 9 zur Zeit. Und es hört dann auf, wenn die Kinder im Bett sind. Und in dieser Zeit ist es uns strengstens verboten, erwachsen zu sein. Wir sind wirklich Kinder. Mit allem, was dazugehört. Das heißt, wir schaukeln mit den Kindern, wir rutschen, wir spielen im Sandkasten, wir bauen Staudämme, wir spielen Fangen oder Verstecken oder wir spielen, bei uns heißt es Schellenbergerles. Ich glaube, Klingelstreich ist es auf Hochdeutsch. Genau, also klingeln und mal abhauen gucken, und sich das tierisch traut. Darüber freuen. Genau. Ja. Und was auch noch dazu, genau, natürlich, wir erzählen Witze ohne Pointe, wie das unsere Kinder so machen. Wir reimen, ohne dass es sich wirklich reimt. Wir nehmen Strohhalm und pusten unser Getränk. Und all diese Geschichten, die Kinder machen, wenn es regnet, springen wir in Pfützen. Also ihr wisst, was wir meinen. Was wir nicht machen, ist, also unser Smartphone bleibt aus. Bei uns meistens sowieso der Fall. Auf den Fernseher, wenn ihr den habt. Oder das Radio. Telefon, wir gehen nicht ans Telefon. Keine Wäsche, kein Geschirr spielen und so wenig Aufwand wie möglich beim Essen machen. Wir machen es ganz simpel. Uns gibt es morgens einfach ein bisschen Obst und Müsli, da helfen die Kinder oft mit. Mittags so einfach wie möglich, im Zweifel bestellen wir eine Pizza. Können wir auch mit den Kindern zusammen Spaghetti mit Tomatensauce machen, mit Fertigsoße und abends eine Schale Erdbeeren mit veganer Sahne. Also wirklich ganz kompliziert, so 5 Minuten Küchenzeit und fertig, so dass wir genug Zeit am Kind zu sein. Wir haben uns einen Joker eingebaut, weil wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Jeder von uns beiden darf 30 Minuten am Tag erwachsen sein. Für den Fall, dass es irgendwie sein muss. Keine Ahnung, dass wir mit dem Auto irgendwo hinfahren wollen. Das dürfen ja nur Erwachsene, keine Kinder. Genau, also das sind so die Regeln. Und wir sind schon ganz gespannt drauf, wie das ist, ein Kind zu sein, einen Tag lang. Und wir würden uns freuen, wenn du mitmachst. Genau, und und deine Erfahrungsberichte uns auch zeigst oder schreibst. Genau, am besten im Kommentarbereich von unserem Blog oder auf Facebook. Am besten noch ein Bild, wenn also du in Pfützen springst oder dich irgendwie in Grashügel runterrollen lässt, dass wir auch sehen, dass wir Beweise haben. Nein, dass wir einfach den Spaß mit dir teilen können. Apropos teilen, wäre natürlich auch toll, wenn du die Aktion mit deinen Freunden teilst. Je mehr Leute mitmachen, ich glaube, desto intensiver wird das Erlebnis für uns alle. Also ich freue mich da echt wahnsinnig und ich freue mich ganz arg auf eure Erfahrungsberichte. Die wird man natürlich auch unsere Erfahrung posten, natürlich erst, wenn die Kinder schlafen, vorher dürfen wir es nicht. Was gibt es noch zu sagen?
keine Teilnahmebedingungen, nichts. Genau dieses Wochenende, wir machen es am Sonntag. Wir sagen mal, ihr könnt es einfach am Samstag oder am Sonntag machen, an welchem Tag ihr einfach freier seid und weniger Verpflichtungen habt. Genau. Dann sehen wir uns bald wieder. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Kindsein am Wochenende und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Genießt euer Leben. Tschüss. Tschüss.